Es ist furchtbar, wenn Liebe erkaltet. Es ist traurig, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man denn von Liebe erwarten, dass sie auf immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt. Ganz so liebevoll und harmonisch geht es auf der Bühne der Tufer nun doch nicht dauerhaft zu. Zumindest nicht bei der neuen Georg-Kreisler-Revue des Max-Tuch-Theater. Unter dem Titel Verfluchte Fantasie bringt die unabhängige Theatergruppe Texte und Lieder des Wiener Kabarettisten. Birgit Hoffmann, Regisseurin und Leiterin des Max-Tuch-Theaters, berichtet über das Verhältnis zwischen dem Namen und dem Inhalt der Revue. Verfluchte Fantasie ist tatsächlich ein Text in der Revue, der nach der Pause gespielt wird. Ein ganz außergewöhnlich ekliger Text, weil er von einem Mann handelt, der seine Frau schlägt. Und anstatt sich zu entschuldigen und da wirklich an die Frau zu denken, hat er nichts anderes zu tun, als die Begründung, warum er sie geschlagen hat, warum er Gewalt ausgeübt hat, darin zu suchen, dass er ja als Kind auch ganz viele Dinge erlebt hat und er versucht dann so seine eigene Biografie mit ins Spiel zu bringen. Aber er entschuldigt sich überhaupt nicht wirklich. Wir fanden diesen Titel eigentlich auch für die gesamte Revue für sehr passend. Verflucht, weil eben auch sehr, sehr viele, ja, sehr sarkastisch und bösartige Texte vorkommen. Aber Fantasie, Schriftsteller sein, bedeutet immer auch wahrscheinlich einen Zwang zu arbeiten, auch gegen das eigene Wohlergehen. Die drei beschützen ihn, damit sie in Zukunft nicht auch mit anderen. Die Darsteller und Sänger hingegen haben zwar wenig gelitten, aber viel geleistet. Insgesamt 37 Nummern werden in der Revue zu sehen sein. Angesichts der vielen Werke Georg Kreislers nur eine kleine Auswahl. Da viele seiner Stücke zensiert wurden, sind die Beweggründe, sich für eben diesen Autor zu entscheiden, umso spannender. Ich glaube, gerade weil er sehr sensibel und sehr mitfühlend und auch sehr offen der Zeit nachgespürt hat, was da alles an so Grausamkeiten, Brutalität und so weiter, was da vorherrscht bei uns so heutzutage, ist es natürlich so, dass er schon, meine ich, der sarkastischste dieser Kabarettisten ist, die wir gemacht haben. Er hat ein ungeheures Gefühl für Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Und ich denke, wenn man dieses Gefühl hat, dann geht man schonungslos vor. Etwas schonender ist die Zusammenstellung der Texte. Einen roten Faden gibt es nicht, weswegen die Abfolge der einzelnen Darbietungen nicht mit dem klassischen Theater zu vergleichen ist. Trotzdem sollte der Zuschauer auf eine kleine Herausforderung gefasst sein. Das Publikum muss sich natürlich darauf einstellen, dass es eben Texte serviert bekommt, die ihm vom Verständnis schon einiges abverlangen. Aber ich denke, durch die Chansons und auch durch Texte, die wir natürlich auch ausgewählt haben, die wirklich witzig nur sind, zum Beispiel das klassische Gedicht oder der Geschlechtsverkehr oder andere Texte im zweiten Teil auch noch, versuchten wir also auch dem Publikum es schmackhaft zu machen und auch nicht über die Kapazitäten der Aufmerksamkeit hinwegzuschießen. Ein Besen hätte ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum. Die genauen Termine und Spielzeiten, bei denen die Grenzen der Aufmerksamkeit geschont werden, findet man, wie immer, auf www.hunderttausend.de.